Hallihallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Pokémon Schwarz 2 Taglog Challenge und ich bin sehr gespannt, was jetzt heute auf mich erwarten wird. Ich bin sehr gespannt, wo ich überhaupt bin. Ich bin ja auf jeden Fall in irgendeinem Pokémon Center, aber ich bin gespannt, ob ich mal wieder irgendwie drei Städte voraus bin oder irgendwie sonstiges. Ich weiß ja auch gar nicht, wie das jetzt mit den Arenen ist, ob wir schon einen Arenaleiter oder sowas gemacht haben, ob wir gegebenenfalls schon... Ach, I don't give a fuck. Ich schaue jetzt einfach in die Pokémon rein, weil ich glaube, das ist das, was ihr jetzt auch wahrscheinlich sehen wollt, meine Reaktion auf das Team, denn wahrscheinlich hat sich das Team mega krass verändert. Oder? Nee. Wow! Ja, doch! Patrick! Patrick! Ein Victini! Warte mal, welches Pokémon wird dafür rausgenommen? Flambirex natürlich. Also Baby Rexer. Aber jetzt nichts verändert. Oh, boah, die Level sind aber schon ziemlich schön, muss ich sagen. Die Level sind halt echt ziemlich, ziemlich schön. Level 57. Ja, geil, Alter. Wir haben einen fucking Victini mit Meisterball gefangen. Funkenflug, Spukball, Zen-Kopfstoß, Funkensprung. What the fuck sind das geile Attacken? Holy shit, und das, Alter, das Wesen ist ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Initiative plus Verteidigung minus Expertengurt, perfektes Item für das Pokémon. Heilige Mutter Maria, okay. Route 11, oh scheiße, da fällt mir doch glatt ein. Ich habe vollkommen vergessen, die Encounterliste zu öffnen. Das würde, also das ist ja, wäre jetzt natürlich ein bisschen blöd für mich, wenn ich jetzt die Encounterliste nicht gegenwärtig hätte. Und wenn ich dann zum Beispiel in ein Gebiet reinlatsche, wo ich ein Pokémon fangen kann. Was, wir haben einen Galoppa gefangen? Kann ja gar nicht. Hä? Galoppa? Wieso steht hier Galoppa? Route 11? Ich dachte, Route 11 haben wir Victini. Wer hat denn das da eingetragen? Dorfbrücke ist anscheinend gefailed. Oh, unser erster gefailter, glaube ich, oder? Nee, Route 7 gab es auch mal einen Fail. Egal, Snobilicat haben wir auch gefangen. Was ist denn hier los? Okay, Brian hat sich nichts verändert, glaube ich. Nee, Bill Knospi hat sich auch nichts verändert. Downy hat sich auch nichts verändert. Also jetzt, also das machen sie doch jetzt langsam extra, oder nicht? Das ist immer bei Downy, habe ich so das Gefühl. Also jetzt werde ich aber gleich zum Super Saiyajin. Also ja, gleich ist mal vorbei, meine Damen und Herren. So ist es richtig sortiert. Es ist mir scheißegal, was ein anderer Creator hier zu diesem Projekt dazu zu sagen hat, wie das sortiert ist. So ist es richtig. Verdammt nochmal. So, Zorro, alles klar, hat sich auch nichts dran verändert. Okay, cool, aber ich find's nice, dass wir einen fucking Victini haben. Wie fucking awesome ist das? Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ja, ich schau mal. Aha! Aber ich muss jetzt nicht in diesem Part noch die Arena machen, oder? Warte mal, und ich glaube, ich hoffe jetzt einfach mal, ein Pokémon von uns ist jetzt nicht gestorben oder irgendwie sowas und dass wir deswegen Victini drin haben. Ich hoffe, es wurde wirklich nur ersetzt oder so. Das werde ich auch nochmal schnell nachschauen. Ja, ich sehe hier unten. Warte mal, ein Visenior. Woher kommt denn das Visenior? Hier ist kein Visenior angegeben in der Liste. Ach, wir haben das Victini von Viridium. Ach so, wir haben einen Galoppa auch. Ja, sehe ich nämlich hier auch gerade. Ghost Rider, geiler Name. Woher kommt denn das Visenior? Wieso heißt Visenior useless? Haben wir vorher schon ein Visenior gefangen? Ich sehe es hier nirgends in der Liste. Eieieiei, da werde ich aber ein bisschen wild hier. Warte mal, auf welcher Route haben wir das? Route 9. Jetzt schaue ich mal hier in der Liste, wo haben wir die Route 9? Wurde nicht angegeben, ja. Leute, da müsst ihr euch mal, also da müsst ihr euch wirklich mal geben, was mit welchen Leuten ich es hier zu tun habe, ja. Das ist der, erstmal ranten, weißt du. Falls einer der Teilnehmer hier gerade zuschaut, Grüße gehen raus, ich habe euch alle lieb. Ja, ich würde sagen, also, warte mal, wir haben jetzt Lysander aber noch nicht gekillt, oder? Natürlich nicht! Natürlich nicht! Nein, warum denn auch? Das darf der Marcel schön machen in seinem Part, damit der Marcel ein bisschen Action hat mit dem, was er für sein YouTube-Video braucht. Ja, ja, ist schon klar. Wo ist denn überhaupt die Level-Cap? Ach, ich habe doch keine Ahnung. Sehe ich so aus, als würde es mich interessieren? Hi! Willkommen, dies ist die Arena. Hier nimm erstmal Tafelwasser. Geil, Alter. Bewerf mich erstmal mit Wasser. Ja, also... Anscheinend sieht das jetzt für mich so aus, als müsste ich mich in der Folge um, ja, die Arena kümmern, würde ich sagen. Der nächste, der ja hier aufnimmt, ist ja Mika, ne? Und Leute, ich habe etwas geplant für den Mika. Das mag jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch für den einen oder anderen hier wirken und vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, für den einen oder anderen nicht so ganz verständlich. Aber ich habe etwas vor für den Mika. Was es sein wird, werde ich euch am Ende des Parts erst zeigen. Beziehungsweise mein Plan wird es eigentlich sein, oder das Beste, was ich jetzt machen könnte, wäre, dass ich Lysander in diesem Part gar nicht besiege, sondern dass es halt eben dann Mika macht. Und einen weiteren Plan, den ich vorhabe, auf den ich später dann, wie gesagt, zu sprechen kommen möchte, möchte ich auch noch durchsetzen, was ich schon eigentlich lange vorher im Projekt geplant hatte, ich aber nie durchgesetzt habe. Was es sein wird, wie gesagt, werdet ihr dann schon sehen. Ich finde das gerade unendlich scheiße, dass du dich hochboosten möchtest mit fucking Amnesie, aber ich glaube, Blättertanz macht trotzdem einen immens hohen Schaden, was ein Wailord nicht so nett tankt.
Guess I'm wrong. Egal, ist ja auch scheißegal. Mit dem zweiten Blättertanz ist das Pokémon auf jeden Fall ins Jenseits katapultiert. Also, ja, ich habe da etwas vor, was ich schon, seit geraumer Zeit geplant habe, aber was ich halt eben noch nicht durchsetzen konnte. Und wenn ich das richtig auch das Level gerade gesehen habe vom Violet Level 59, muss ich wohl auch für die Mika ein bisschen trainieren, was ja nicht schlimm ist. Ich sag da ja auch nichts gegen, ehrlich gesagt. Aber, das muss ich auch nochmal im Hinterkopf behalten, dass ich das für den lieben Mika machen muss. Ich hoffe soweit, das würde mich auch mal interessieren, ich hoffe soweit gefällt euch das Projekt. Mich würde auch mal interessieren, wie schaut ihr eigentlich die Videos? Schaut ihr bei jedem die Videos? Schaut ihr nur bei einem die Videos? Schaut ihr nur bei irgendwie zwei Leuten die Videos? Bei drei Leuten die Videos? Wenn es nur drei Leute sind, wer ist der Letzte, den ihr nicht schaut? Höchstwahrscheinlich Mo. Alter. Nein. Mann, ich rante in diesem Projekt immer nur Mo. Dabei habe ich ihn ganz, ganz doll lieb. Mo ist ein super Mensch, okay? Nicht, dass jetzt irgendjemand auf diese Idee kommt, weil ich immer irgendwie sage so, ja, wenn Pokémon sterben, dann wird es am Mo liegen und so weiter, dass ich ihn irgendwie nicht mag oder sowas. Nein, nein, um Gottes Willen, das möchte ich damit gar nicht implizieren. Ich möchte... Was ist das gewesen? Hornattacke. Ich hatte gerade so Angst gehabt, dass das fucking Hornbohrer oder so ein Quatsch war. Junge! Nicht, dass ihr irgendwie denkt, dass ich Mo jetzt hier irgendwie schlecht reden möchte, um Gottes Willen. Das ist gar nicht mein Plan, sondern das ist einfach nur... Ich denke mal, ihr wisst ungefähr, ne... wie man unter Freunden halt eben so ist, so, ne, und dann mache ich halt eben so ein bisschen, weiß ich nicht, necken, ja, so ein bisschen Sticheleien und so weiter. Mo weiß ja, wie ich das meine. Und in Wirklichkeit sitzt er in der Ecke mit seinem Laptop und weint, wenn er sich das anhört. Ich dachte, wir sind Freunde, Marcel, und dann sagst du sowas. Ja, manchmal bin ich auch ein sehr frecher Mensch. Grillcheater. Danke, dass du mir das Pokémon entgegenwirfst, habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen. Wusstet ihr, Fun Fact, dieses Pokémon hier ist in Japan das am unbekanntesten von allen Pokémon. Wollte ich nur mal gesagt haben. Wer es noch nicht wusste. Ist jetzt mal so ein Fun Fact. Ich habe mir durch das Pokémon-Quiz sehr, sehr viele Fun Facts aneignen können. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Vorlagematerial für solche Pokémon-Projekte, die ich auf YouTube führen kann. Um halt eben die Zuschauer irgendwie bei Laune zu behalten mit irgendwelchen random Facts, die Zuschauer gegebenenfalls noch nicht kannten, aber Grillcheater ist tatsächlich auf der Rangliste von den ganzen Pokémon, also da gab es irgendwann mal eine Umfrage oder sowas, ich, keine Ahnung, ich lebe nicht in Japan, sieht so aus, als würde ich wissen, was eine Umfrage das war. Also da gab es anscheinend irgendeine Umfrage und das Pokémon Grillcheater ist dort am, von der Platzierung her, am niedrigsten ausgefallen. Also... Weiß ich nicht, wollte ich nur mal gesagt haben. Vielleicht kann sich da ein oder andere ja auch damit irgendwie so ein bisschen identifizieren und denkt sich so, ja, verstehe ich wieso. Und ich persönlich muss ja sagen, um jetzt mal schnell nochmal meine persönliche Meinung hier abzutreten zu dem Pokémon, diese komischen Affen-Pokémon da, ich mag sie alle drei nicht. Es geht ja schon damit los, ich finde Pokémon an sich schon extrem bescheuert, die Attacken lernen. Ah, die Vergiftung war nötig, Alter, dankeschön, Mibor. Attacken erst erlernen. Nee, warte mal. Halt, stopp. Ich hasse sowieso die Idee von Pokémon, die Attacken lernen, wenn sie sich nicht entwickeln. So, und das sind ja meistens bei den Pokémon, die halt eben durch irgendwie Steine oder sowas sich halt entwickeln. Also, tendenziell. Und das fuckt mich halt eben ab. Ich finde das halt wirklich scheiße. Und das finde ich auch bei den Pokémon scheiße, weil die erlernen gute Attacken halt erst, wenn sie in dieser Anfangsstufe bleiben, bis ins zweite Level hinaus. Und das nervt mich. Und das stört meinen innerlichen OCD. Okay, das hat mit OCD nichts zu tun, aber ihr wisst ungefähr, wie ich das meine. Es stört mich einfach phänomenal, riesengroß. Und ich möchte nicht, dass solche Pokémon existieren, die so etwas haben, die so eine Exception haben. Das finde ich halt ehrlich gesagt ein bisschen sehr kack. Oh boy. Oh boy. Oh no. Oh no. Oh shit. Und damit habe ich auch schon den ersten Tod aus dem Projekt, also für meine Wenigkeit zumindest, herbeibeschworen. Ich glaube, im letzten Part habe ich das gemacht, wo ich zweimal kurz davor stand, ein Pokémon zu verlieren. Und jetzt ist es dazu gekommen, dank einem Critical Hit. Und ich kann euch schon sagen, ich hatte schon im Hinterkopf, als ich Nachthieb gesehen habe, wenn das Teil jetzt crittet, dann wird es höchstwahrscheinlich für den Tod sorgen. Und was ist passiert? Ey, Bill Knospi ist tot. Geil, das Pokémon, was ich von Knospi aus... hochtrainiert habe, ja, nach etwas längerer Zeit, was gut Arbeit in Anspruch genommen hat, was ich ins Team genommen habe, mit einem echt coolen Spitznamen, wie ich finde, ja, wo sich sogar die Leute gefreut haben, weil endlich das Ultrigaria weg ist und endlich ein besseres Pflanzen-Pokémon draußen ist und ich sorge dafür, dass es stirbt, geil. Und das Teil trug gerade einen Beulenhelm, habt ihr das gerade gelesen? What the fuck's going on now?
ja, ich freue mich, wie ihr sehen könnt. Oder wie ihr hören könnt, müsste ich ja besser sagen. Das ist natürlich wieder mal klasse, dass so etwas passiert. Geil! Somit habe ich schon mal einen Spot in dem Alle Tode unserer Pokémon-Video. Hey, man kann es positiv sehen, ja. So habe ich auch irgendwie. It's my time to shine und so. Ah, Gott im Himmel nochmal eins, ey. Dann werde ich das Pokémon eben schnell begraben gehen. Vor allem begraben. Ich werde das Pokémon eben schnell in unsere Box ablegen gehen. Und dann werde ich aber mein Team halt nicht aktualisieren, wenn ich es ablege. Ich werde dann einfach mal. Ich muss ja sowieso für Mika trainieren. Von daher kann ich dann ja auch mal schauen, welches Pokémon ich dann einfach ins Team nehme. Als Ersatz halt eben. Beziehungsweise, was heißt Ersatz? Halt einfach als. Ich sag. Weil es wird nicht Ultigaria sein. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ich will kein Ultigarium-Team. Außer wir haben jetzt einen Funkelstein. Funkelstein oder Lichtstein. Leuchtstein heißt es. Entschuldige. Habe ich ja für Roserade verwendet. Also, Roserade, Bill Knospi ist tot. Damit geht's ab auf die Box mit dir. Ach, das fuckt mich gerade richtig hardcore ab, weil du bist so ein geiles Pokémon. Und was für ein Pokémon ich mitnehmen werde, ja, werdet ihr dann ja sehen. Gegebenenfalls wird Strawickel sein. Also jetzt mal no joke. Ich würde eher Strawickel ins Team nehmen als dieses Drecks-Ultigarier. Naja, ich werde dann ja sehen, welches Pokémon es sein wird. Warte mal. Ihr werdet ja sehen, welches Pokémon es sein wird. Und, ja, ne? Macht euch da einfach gefasst auf die Folge von Mika und da werdet ihr ja sehen, für was ich mich entschieden habe, was ich hochtrainiert habe und ja, gegebenenfalls muss ich mich dann mit Hate oder irgendwie sowas in den Kommentaren oder ähnliches mit auseinandersetzen, dafür, dass ich ein wirklich unfassbar geiles Pokémon gerade einfach in den Tod gerissen habe. Aber ey, komm, wenn ein Pokémon stirbt, dann natürlich nur durch einen Crit. Also wenn ein Pokémon stirbt, dann ist es halt eben nur ein Crit. Es kann gar nicht anders sein. Andere Natur ist gar nicht möglich. Es muss ein Critical Hit sein. Ja, was anderes wäre undenkbar. Haben wir eigentlich überhaupt ein Warte mal, mir fällt gerade was auf. Haben wir überhaupt ein Elektro-Pokémon auf unserer Box? Weil ich glaube, ich habe gerade gar kein Elektro-Pokémon auf unserer Box gesehen. Das ist auch sehr untypisch irgendwie. Ich bin ja auch ein Verfechter davon. Ich habe lieber ein Elektro-Pokémon in meinem Team als ein Pflanzen-Pokémon. Das habe ich schon in zwei verschiedenen Pokémon-Projekten von mir erklärt, warum ich so denke. Das hat ja für mich den Grund, weil Pflanzen-Pokémon haben einen Typenvorteil gegen Pokémon, die Elektro halt irgendwie auch haben und Elektro hat noch ein bisschen mehr als das. Aber das ist so eine Sache, wie gesagt, ich hätte vielleicht durchlesen müssen, was da stand. Jetzt geht das wieder los. Ich habe ganz schlimme Erinnerungen, zumindest an den Dreierkampf und ich glaube, der Typ rechts, der Veteran, der auf der rechten Seite nämlich steht, ich glaube, der wird auch höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass wir einen Dreierkampf bekommen. Und wer sich noch an den letzten Part erinnern kann, von mir zumindest, der weiß, dass das nicht zu cool war. Warte mal, du kannst, glaube ich, irgendwie. Nein, ich brauche Bisofang, doch keine Angst haben. Fuchtler? Ja, komm, gib mir. Okay, das ist aber ehrlich gesagt kein allzu schlechter Schaden. Ich würde jetzt gerne Brienne reinschicken. Hammerarm, why not? Wechseln sollst du eigentlich auch nicht können, du bist ja gelockt. Ja, gut, dann kannst du auch meinetwegen weiter mit Fuchtler attackieren. Hab ich kein Problem mit. Also, solche Reihumkämpfe finde ich weniger. Aufregend? Nee, aufregend ist das falsche Wort. Finde ich weniger besorgniserregend als Dreierkämpfe. Also hier habe ich auf jeden Fall noch, ich glaube, mehr Chance zu überleben. Ja, ich würde jetzt aber gerne Seemöps halt reinschicken. Das große Problem damit ist jetzt, Seemöps hat einfach gar keine Leben mehr. Ich hoffe, egal was Sandama jetzt einsetzt, dass Brienne das jetzt einfach mal überlebt. Ja, ich gehe jetzt von einer Wahrscheinlichkeit aus, die höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird und jetzt werde ich gleich dafür sorgen, dass noch ein Pokémon stirbt. Ich sehe schon kommen. Leute, ich bin ein Pessimist, ich denke immer an die schlechten Sachen, bevor ich an die guten Sachen denke. Donphan? Ja gut, Grimasse. Ich meine, Brienne ist sowieso schon, also weiß ich nicht, langsamer als Potrot. Von daher, also nachdem es sich dann mit dem Hammerarm runtergescheuert hat, also ja gut. Dann würde ich sagen, Surfer Lego, weil jetzt kann ich sowieso mit Surfer komplett durchgehen. Ja, selbst wenn du auf Sandama wechselst, habe ich damit kein Problem. Seemöpse geht jetzt auf jeden Fall einmal so durch mit seinen Wassertanken. Vielleicht reicht es ja sogar aus. Sandama. Ja, Wolski, Alter. Ja, Leute, die Pokémon sind halt mega geil. Ja, richtig pornös, die wir in unserem Team haben. Und es wird um einen neuen Teammitglied im nächsten Part, Oblizzard trifft sogar, erweitert. Ich bin sogar schon sehr gespannt. Ich habe ein Pokémon im Kopf, was ich nehmen möchte. Ich habe es ja gerade, als ich es nämlich, ein bisschen hier in der Box rumgesurft habe ich schon ein Pokémon mir so ein bisschen ins Visier genommen, wo ich mir so denke, das sehe ich in unserem Team. Oder das kann ich mir zumindest vorstellen, dass ich das in unserem Team reinsetzen möchte. Und ich glaube, das werde ich auch in mein Team nehmen. Was es halt, wie gesagt, ist, müsst ihr euch überraschen lassen. Werdet ihr dann schon sehen.
So, damit hätten wir auch diesen Reihenumkampf hier beendet. Das große Problem ist jetzt halt eben der Veteran, der sich auf der rechten Seite befindet. Weil dieser Veteran wird zu 100% einen Dreierkampf wahrscheinlich haben. Man musste ja ganz groß die Reihenumkämpfe und Dreierkämpfe bewerben natürlich in diesem neuen Spiel der fünften Generation. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeschaut, ob wir nicht gegebenenfalls einen Blattstein haben. Wenn ja, wäre das natürlich unendlich geil. Warte mal, also das möchte ich aber hier alles mal bitte sortiert haben. Also, sorry, aber das ist mir... Sonnenstein haben wir auf jeden Fall. Aber warte mal, werden die Steine auch... Oh, wenn ja, dann habe ich jetzt... Warte mal, egal. Mondstein, dann werden sie nicht. Okay, Blattstein bei B. Wir haben keinen Blattstein. Okay, schade. Wir haben 4 blaue Flöten. Ja, die gab es wohl im Sonderangebot. Alter, was denn da passiert? Der Randomizer sei Dank, ey. Ich wollte schon immer 4 blaue Flöten besitzen. Ja, natürlich ist es der Dreierkampf. Natürlich. Es wäre ja auch unlustig, wenn es kein Dreierkampf wäre. Oh Gott, ich sehe jetzt schon wieder... Ich sehe jetzt schon wieder schwarz. Und Alter, was sind das für Pokémon? Oh, nee. Ist das ein Bullshit. Seemöpse muss raus. Da kommt ein Kreuzhieb oder ähnliches und dann... Downy kann aber auch nicht gut rein in so ein Kreuzhieb. Ich muss jetzt einfach das Beste versuchen, dieses Machomai so schnell wie möglich von diesem Feld zu ballern. Brian ist auch unendlich scheiße wegen Shellterra. Ich kann hier sogar... Na, Zoro ist aber auch unendlich scheiße, weil ich glaube... nee! Falls nämlich Erdbeben kommt, dann ist auch Patrick ganz schön im Arsch. Aber der setzt doch jetzt bestimmt eine Pflanzenattacke ein. Ich muss es riskieren. Ich muss es riskieren. Ich habe doch keine andere Chance, Leute. Denkt doch mal alle mal ein bisschen nach. Und außerdem kommt Downy jetzt mit einem Bedroher raus, was eigentlich auch ziemlich geil ist. Erwischt natürlich leider Shellterra nicht, aber das reicht ja gegen Machomai zumindest, weil Deponitox sehe ich da jetzt nicht so die große Gefahr drin. Jetzt gleich werde ich davon wahrscheinlich weggedonnert. Sein Kopfstoß connected. Ich hoffe, das macht wirklich guten Schaden. Expertengurt, come on, step, sehr effektiv. Nein! Ja, Deponitox, du kannst dich amnesien, wie du möchtest. Damit habe ich weniger Probleme. Ja, oh, es kommt wirklich eine Pflanzenattacke. Jesus im Himmel. Und Machomai kommt nur mit Grimasse. Auf Downy? Okay, naja, gut, ich will mich nicht beschweren. Ich hoffe, Ruckzucki reicht aus. Sollte ja eigentlich. Und jetzt kann ich auch mit Funkenflug auf Shellterra gehen. Und mit Zorro Nachthieb auf Shellterra. Und ich hoffe, es reicht aus. Ich hoffe so sehnlichst, dass es ausreicht für das Shellterra. Deponitox ist unsere geringste Sorge eigentlich in diesem Kampf. Hauptsache, dieses Shellterra ist jetzt, also ist jetzt mein nächstes Problem. Ja, es reicht locker aus. Holy shit, it's a crit. Alter. Ich weiß nicht, ob es ohne Crit gereicht hätte, aber ich bin froh auf jeden Fall, dass ein Crit gekommen ist. Wir können Zoro jetzt nochmal Nachthieb auf das Deponitox einsetzen. Oh, es läuft doch noch alles gut in so einem verkackten Dreierkampf, ey. Alter, dass ich das mal sagen würde... Hätte ich auf jeden Fall seit dem letzten Part nicht mehr erdenken können. Sturzflug, warum nicht? Für den bestmöglichen Damage-Output, falls es überhaupt noch dazu kommt, Sturzflug einzusetzen. Weil ich meine, dass, also, naja, Downy ist jetzt extrem langsam. Und ich glaube, so ein Senkkopfstoß sollte den restlichen KP auf jeden Fall abziehen. Und dann muss ich jetzt auf schnellstem Wege zurück ins Pokémon Center. Denn, wie gesagt, ich habe einen Plan. Ich habe etwas vor für den lieben Mika. Und damit ich das halt eben durchsetzen kann, muss ich das Ganze jetzt erstmal preparen. Also das heißt auf jeden Fall für mich, Mika wird diesen Arena-Leiter hier machen. Ich bewege mich jetzt halt weg. Ich hoffe, Mika wird verstehen. Nee, ich stelle Mika einfach vor die Arena, ja? Ich denke mal, das wird erlaubt sein. Also nicht wundern, Mika wird in seiner Folge in oder vor der Arena starten, sodass er auch wirklich Bescheid weiß, was er zu tun hat. Ich denke, wie gesagt, das ist erlaubt, wenn ich ihn da halt hinmanövriere, hier rein. Da kann man mal ein Auge für zudrücken. Normalerweise soll man ja immer den Safe-Stat geben, wo man dann auch stehen geblieben ist in der Folge am Ende. Aber ich glaube, ey, auch ihr Zuschauer habt da bestimmt nichts dagegen, wenn ich ihn in der Arena rausdroppe und nicht vor dem Pokémon Center oder in dem Pokémon Center. Ich denke mal, wir können uns da auf was einigen. So, ich habe nicht mehr allzu viel Zeit, aber ich hoffe, das Ganze jetzt hier in Razzifazzi-Tempo runterzuarbeiten. Ich habe vor... Es ist so dumm. Es ist so dumm. Wirklich. Es ist so dämlich, was ich vorhabe. Aber Oh, warte mal. Habt ihr das? Yes!
Ich bräuchte nämlich mal ein paar Briefe. Machen wir mal 5 Briefe, ja? Machen wir mal 5 Briefe. Die kriegt ihr jetzt wahrscheinlich eh nicht alle beschrieben. So, 5 Briefe, meine Damen und Herren. Und der eine oder andere könnte sich jetzt schon denken, was mein Plan dahinter ist. Nein, warte mal, man muss sie doch irgendwie erst beschreiben oder so, oder? Scheiße, jetzt weiß ich nicht mal... Nein, jetzt weiß ich nicht mal, wie man das macht mit den Briefen. Ja gut, dann gebe ich halt wenigstens einen Brief. Ich hoffe, es fällt auf, dass das Pokémon ein anderes Item trägt, einen Brief. Und dann denkt sich jemand so, hey, ich möchte mir das Ganze mal... Ach scheiße, man kann nicht schreiben. Doch, kann man hier. Ah, nur sowas. Ach scheiße, ich dachte, ich könnte wirklich was eintippen. Ach kacke, nochmal eins. No, ey, und ich dachte, man kann hier wirklich was eintippen. Was für ein Scheiß. Dann schreibe ich einfach, I don't know, boah, cool. Was? Cool. Gestatten, gestatten, dann mache ich nur einen Brief. Gestatten, keine Ahnung. Gestatten, Partner. Das passt ganz gut. Gestatten, Partner. Als Trainer bin ich... Lifestyle, was? Als Trainer bin ich bad. Ich liebe... Warte. Ich liebe Personen. Gibt's hier auch dich? Hier gibt's nicht dich, aber es gibt ich und ihnen und ihm und Herr. Ich liebe... Ach, schade, kann man nicht sagen. Ich, Was ist eine Animotikon? Was ist denn das jetzt? Ach, ich, ja. Raus. Lifestyle. Ich liebe... Anime. Ich liebe... Ich liebe... ich liebe Geld. Ist das dumm, Alter. Als Trainer bin ich bad. Ich liebe Geld. Weißt du, was wir mal tun sollten? So, was kann man denn tun? Lifestyle passt da doch ganz gut. Weißt du, was wir mal tun sollten? Einkaufen. Melde dich. Cool. Ah, nee, das ist die Unterschrift. Ja, dann brauche ich eine viel bessere Unterschrift. Pokémon. Tauros natürlich. Ich muss mal kurz Tauros suchen, weil es mein Lieblings-Pokémon of all time ist und ich denke mal, das ist das Beste, was ich da unten hinschreiben kann. Wahrscheinlich gibt es auch einen Brief, wo man was reinschreiben kann. Ich hoffe, es fällt einfach irgendjemandem auf. Es wäre so schön, wenn es irgendjemandem auffallen würde, dass ich das hier reindonner. Und wenn, dann fällt es wahrscheinlich erst jemanden auf, wenn er meine Folge sieht und sich dann so denkt, oh, warte mal, der trägt ja etwas. Tauros? Ist hier ist kein Tauros. Wo ist... Hallo, hier ist echt kein Tauros. Ja, wo ist hier kein Tauros? Wollt ihr mich verarschen? Alter, wo ist da mein Tauros nicht? Oh, ey, ja, dann, warte, ach, warum? Ein Schrei... Alter Mann. Nein, das ist Bullshit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich kann noch ganz schnell hier. warte mal, ich bin Großvater, gar nicht mal so schlecht. Verbündeter, wir haben wer? Schwester, Tante, Vater, Mutter. Ich mach Großvater jetzt hier einfach hin. Komm, okay. Gestatten, Partner. Als Trainer bin ich bad. Ich liebe Geld. Weißt du, was wir mal tun sollten? Einkaufen. Melde dich. Großvater. Ich finde das super. So, Seemöpse trägt jetzt einen Brief. Ich hoffe, das fällt irgendjemandem auf. Und ich werde jetzt einfach mal verfrüht hier die Folge beenden. Und tut mir wirklich leid, aber ich habe jetzt halt, ich kann jetzt nichts machen für die nächsten 1,5 Minuten, weil ich halt eben jetzt durch bin. Und deswegen würde ich sagen, Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, würde mich ein Daumen hoch von der supporten. Ich hoffe, das wird Mika sehen oder Mo oder Marcel. Wenn nicht, dann, ja, ist das Ganze ein bisschen enttäuschend. Aber, ey, es wird bestimmt schon irgendjemandem auffallen. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Spaß in der nächsten Folge. Haut rein, tschüss, Kostjankowski und bye, bye.